Moin, ich möchte euch gerne mal was zeigen und dann eure Meinung dazu hören. Und zwar habe ich mir ein virtuelles Mischpult runtergeladen namens Voice Meter. Das sieht man hier im Bild gerade. Und ja, und zwar habe ich da mein Mikrofon reingesteckt und dann kommt das auch da wieder raus auf der anderen Seite. So weit, so logisch. Und während es da drin ist, wird es da eben ja bearbeitet. Und zwar habe ich einerseits, wie man hier sieht, die Lautstärke ein bisschen verstärker. Gut, das ist der kleinste Teil eigentlich. Dann habe ich hier so eine Art Noise Gate reingehauen. Und das macht so eine Grenze, ab der überhaupt was ankommt, damit eben zum Beispiel das Rauschen, wenn ich nichts sage, rausgefiltert wird. Und dann habe ich hier noch den Bass runtergeschraubt. Und das ist das, was die größte Veränderung macht. Und alles zusammen klingt dann so. Ich muss nur reinhauen. So, und zwar wähle ich das jetzt aus. Jetzt noch das alte Mikrofon, so wie es ohne Bearbeitung ausgewählt. Und jetzt wähle ich das Mischpult aus. Und das klingt dann so. Hallo. Jetzt ist das Mischpult zugeschaltet. Und das klingt ungefähr so. Also man hat wieder gesagt, mehr Bass. Ich habe den Bass jetzt nicht komplett reingehauen, aber gut. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu extrem. Und ja, da würde ich gerne mal eure Meinung wissen. Denn es macht die Sache für mich ein bisschen schwerer. Einerseits muss ich jetzt die ganzen Toneinstellungen für jedes einzelne Spiel nochmal von neuem vornehmen. Aber das allergrößte Problem dabei ist, dass ich mich ab jetzt selbst höre. Und zwar leicht verzögert. Das ist extrem verwirrend. Wenn ich mein Headset extrem laut stelle, ja, dann kann ich keine komplexen Sätze mehr bilden. Das kann ich jetzt mal machen. Ihr hört jetzt keinen Unterschied, aber ich mache jetzt mal auf meinen Ohren meine eigene Stimme lauter, die leicht verzögert kommt. Das mache ich jetzt mal. Und zwar so laut wie es geht. So. Jetzt höre ich mich selbst leicht verzögert und das verwirrt mich so laut, sodass ich so spreche, als wäre ich besoffen. Und ja, dieser Effekt kann so ein bisschen vorkommen. Aber nur, wenn ich es übertreibe. Und es kann auch sein, dass ich mich ein bisschen dran gewöhne. Aber ja, ich muss halt den Ton jetzt leiser einstellen, damit ich mich nicht zu laut selbst höre und damit ich mich dadurch nicht verwirre. Das ist nämlich echt schlimm, wenn man sich selbst hört und zwar leicht verzögert. Dafür weiß ich aber auch, also merke ich, wenn irgendwelche Störgeräusche auftreten oder sowas. Ja. Aber ich stelle es mal wieder leise. So, boah, das war schlimm gerade. Ja, okay. Also ich werde versuchen, das leise zu halten, damit ich mich nicht selbst aus dem Konzept bringe. Ja. Aber ich wollte mal einen kurzen Einblick geben und mal fragen, was ist denn jetzt besser? Wahrscheinlich, ja, wieso nicht? Ich mache mal eine Umfrage rein. Also, genau, was ist besser? Nochmal der Vergleich. Was ist besser? Vorher, so klang es vorher, so ein bisschen weniger Bass und sowas und so weiter, weniger so radiostimmenmäßig und so ganz normal. Und jetzt klingt es so. So mit ganz viel Bass. Verstehst du, was ich meine? Und ja, das würde ich mal gern wissen. Und wenn euch das besser gefällt und ihr auch damit leben könnt, dass ich mich da manchmal ein bisschen aus dem Konzept bringe, so dass ich die Sätze mittendrin abbrechen muss und so, dann, wenn ihr das damit leben könnt, dann können wir das so machen. Also so wäre das ungefähr, ne? Ich glaube, ich habe genug mit mir selbst geredet. Ne, mit euch geredet. Beides. Ich meine, während der Aufnahme sitze ich da und rede mit mir selbst. Das hört man ja immer erst hinterher. Ja, das war's eigentlich. Also, wie gesagt, was klingt besser? Und das, was besser klingt, damit wird es in Zukunft weitergehen. Und ja, wie gesagt, das Programm heißt Voice Meter und ich werde es mal in die Beschreibung packen, ja, die Seite von den Leuten da, die das programmiert haben oder wie auch immer, die packe ich mal in die Beschreibung. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.